So, hi und hallo mal wieder. Ja, heute habe ich wieder Zeit. Ein bisschen zum Basteln und was? Ein Lego-Bilderrahmen-Diorama. Ja, ihr habt richtig gehört. Letztes Mal habe ich ja was gebaut von Star Wars. Das Bilderrahmen. Mit den Original-Lego-Figuren, die ganz alten und so. Und diesmal hat mich wirklich was inspiriert. Und zwar. Ihr wisst es alle, ich habe es angeboxt. Die Simpson-Magazine. Ja, die Simpson-Magazine. Hier ist ja das Band Nummer 1 gewesen oder Auflage Nummer 1 für 3,99 €. Das ist die Hintergrundpappe. Und die hat mich inspiriert. Und warum? Weil ich wirklich noch die allerersten Lego-Simpson-Figuren habe. Die Originalen. Da guckt er noch so richtig unverschämt, der Bart. Das sind die allerersten Simpson-Figuren. Im Durchschnitt wisst ihr ja selber 10 € und mehr pro Figur. Also habe ich hier in der Hand 60 € und mehr. Und daraus wollte ich jetzt mein Diorama machen, weil nämlich der Hintergrund, der passt zu den Figuren. Es ist perfekt. Dann natürlich in die Beilage von das Magazin, diese kleinen Bilder. Werde ich natürlich auch alle ausschneiden. Und wie ich das Produkt oder mein Bilderdiorama jetzt zusammenbaue, das werde ich natürlich erklären und dann natürlich auch das Ergebnis zeigen und natürlich hoffen, ihr kommentiert mir, wie ihr es findet. Also, ihr habt ja diese ganz normalen Holzrahmen mit der Glasscheibe, die tiefer gelegt sind. Jetzt zeige ich euch erstmal was, wie ich es anfange. Wichtig dabei ist es ja, wenn ihr den Rahmen rausnehmt, dass wenn ihr es anzeichnet, nicht so drauflegt und innen anzeichnet. Das geht gar nicht. Wenn ihr es nämlich reinstellt, kippt es um. Das heißt, ihr müsst den Holzrahmen immer auflegen und von außen anzeichnen. Dann hat er nämlich den Halt, dass er nicht reinkippen kann. Also das werde ich mir jetzt eine Position natürlich mir ausdenken, wie ich es haben möchte. Deshalb wird das etwas länger dauern. Dann werde ich natürlich diese kleinen Bilder alle perfekt ausschneiden. Ich weiß natürlich auch, warum ich die ausschneide. Das werde ich euch alles gleich zeigen. Aber jetzt werde ich erstmal wieder alles vorbereiten und sage deswegen bis gleich. So, habe natürlich jetzt alles ausgeschnitten, sogar von vorne, von der Coverseite, den Humern, den Winkenden. Und warum? Ich weiß noch nicht, ob ich den benutzen werde, aber mir ist eine gute Idee gekommen. Dann natürlich die kleinen Bilder von den Comics. Die weiß ich auch noch nicht, ob ich die benutze, aber ich glaube schon. Und wofür ich die brauche, das zeige ich euch jetzt mal. Und natürlich Hintergrundbild. Dafür den Rahmenabstandshalter wieder einsetzen. Dann die ausgeschnittene Pappe. Seht ihr? Und deswegen müsst ihr außen anzeichnen. Jetzt kann sie nicht hineinfallen. Sieht schon mal wirklich witzig aus, muss ich echt sagen. Jetzt muss ich mir noch gleich mal raussuchen, was besser aussieht. Transparente Lego-Steine überall so verteilt hinkleben, dass ich meine 6 Figuren hinpacke. Oder gelbe, Zweier, Vierer, dass es breiter aussieht. Das weiß ich noch nicht. Das teste ich natürlich gleich erstmal aus, wie das aussehen soll. Und hier mit ihm, hier habe ich jetzt vielleicht gedacht, von innen von der Scheibe als 3D-Effekt hier reinkleben. Aber von innen eben. Das hat dann so einen leichten 3D-Effekt. Würde ich vielleicht, ja, vielleicht mache ich es. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich schaue mir das natürlich gleich erstmal an. Wichtig ist für mich natürlich, die passenden Lego-Steine zu finden. Und dann mit den kleinen habe ich mir gedacht, den Rahmen bekleben. Ja, weil es muss ja so Simpsons-Style sein. Aber dann immer so schräg praktisch die Motive draufpacken. Ganz verschieden. Obendrauf jetzt nicht,
zwei, drei auf diese Seite, aber so nach vorne hin knicken, dass man sieht, dass da was ist. Das würde ich jetzt vielleicht auch noch machen. Deswegen habe ich mir die erstmal ausgeschnitten und nicht weggeschmissen, weil man kann alles wiederverwenden. Aber jetzt wirklich gehe ich erstmal auf die Suche, welche Lego-Steine ich benutze. Transparente, runde, viereckige, gelbe, lange, dicke. Das weiß ich wenig. Aber das mit Humor, das muss ich sagen, das ist eine gute Idee, so den 3D-Effekt. Aber jetzt suche ich mir erstmal natürlich die Lego-Steine zusammen, um dann natürlich meine Lego-Figuren mit in den Bilder, Diagramm einzufügen. Also werde ich jetzt erstmal auf die Suche bei mir gehen und sage nochmal bis gleich. So, habe mich jetzt für die Zweier- und Viererplatten entschieden. Und warum? Weil davon hatte ich die meisten. Wie gesagt, eine Viererplatte, eine Zweier, die mache ich so zusammen, dass es eben hier hinten breiter ist, und klebe sie mit einer Heißklebepistole dahin, wo ich natürlich die Figuren haben möchte. Dann stehen die praktisch so auf und man kann sie immer wieder wegnehmen und andere austauschen. Aber ich klebe sie so dran, damit sie perfekt sind. Das Ganze fünfmal. Ein Zweier natürlich für seinen besten Freund, den ich unten in den Rahmen mit reinklebe. Also werde ich das jetzt mal alles mir schön ausrichten, wo ich die einzelnen Simpson-Figuren haben möchte. Ja, vielleicht so direkt. Die Platten jetzt, Heißklebepistole ankleben, dann zusammensetzen. Das mache ich jetzt erstmal in Ruhe und sage deswegen nochmal bis gleich. So, habe für mich jetzt die perfekte Position gefunden und ihr seht, die gelben Steine fallen auch nicht so auf. Das passt wirklich genial mit dem Hintergrund. Jetzt kommen natürlich die einzelnen Figuren so drauf gesteckt. Ach, da ist die Lisa. Das Baby. Und Marge mit ihren markanten blauen Haaren. Sein besten Freund. Habe ich hier unten eine kleine Stelle in den Rahmen reingeklebt, so ein bisschen schräg. Ihr werdet gleich sehen, warum. Da ist nämlich schön in der Nähe der Katze. So sieht das dann aus. Dann habe ich natürlich den Humor auf eine Glasscheibe geklebt, und zwar von innen. Passt richtig perfekt. Jetzt natürlich den Abstandsrahmen reinsetzen. Na. Natürlich vorsichtig, dass nichts kaputt geht. Ja, irgendwo klemmt es und zieht es, aber das hat man meistens. So. Dann natürlich den Bogen mit dem Legostein. Die eigentliche Rückwand wieder, dass die Stabilität wieder gegeben ist, einsetzen. Die Halterung, Stifte herumbiegen, dass nichts rausfallen kann. Weil da drin muss ich ja nichts mehr ändern, hoffentlich nicht. Ich drehe es jetzt um. Das ist der erste Blick. Hä? Ist das schön geworden? Muss man ja echt sagen. Das gefällt mir richtig cool. Allein mit dem Hintergrund. Den Humor vorne als 3D-Effekt. Richtig genial. Das muss man jetzt echt... Also bin ich echt von überzeugt. Aber jetzt habe ich ja noch die kleinen Aufkleber. Aber es heißt Aufkleber, die kleinen Bilder. Die werde ich natürlich jetzt in Humor-Style so ein bisschen schräg anlegen, nicht gerade, dass der Rahmen eben nicht so klinisch weiß aussieht, dass es eben richtig dazu passt.
auf jede Seite vielleicht zwei oder drei, so schräg andeuten, dass man weiß, da ist was. Also werde ich das Video jetzt noch einmal unterbrechen und melde mich gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, und das ist es nun. Mein Lego Simpson Bilderrahmen-Diorama. Ja, die Aufkleber, die passen. Es ist bunt, kitschig, so wie die Sims nun mal sind. Wie gesagt, zwei da drauf, auf diese Seite drauf geklebt. Zwei auf diese Seite. Oben drauf auch zwei. Und jetzt möchte ich eure Meinung hören. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Ich muss echt sagen, ich habe richtig Lust, noch weitere Dioramen zu bauen. Weil ich habe ja noch reichlich Rahmen da, in verschiedene Größen. Weil das war ja das erste von den Star Wars. Jetzt mal wieder was ganz anderes, richtig bunt und kitschig. Das gefällt mir, besonders der Hintergrund. Also wie ihr seht, ihr müsst nicht mehr alles wegschmeißen. Ihr könnt es vielleicht anderweitig verwenden. Ich habe es als Hintergrund von so einem Lego-Bilderrahmen-Diorama benutzt und muss sagen, bin richtig begeistert. Wie gesagt, das ist die allererste Simpson-Lego-Serie. Stück wird gehandelt für 10 Euro und mehr. 6 Stück sind es, also sind es mindestens 60 Euro das Bilderrahmen schon wert. Aber jetzt kommt, weil es ein Diorama ist, vielleicht viel, viel mehr. Kann ich mir vorstellen. Alleine mit dem Humor hier vorne. Als 3D-Motiv. Doch, das gefällt mir. Ich muss sagen, mir ist es für mich absolut gelungen. Ja, wirklich absolut gelungen. Ich habe Lust, noch weitere Dioramen jetzt zu bauen. Ich habe, wie gesagt, noch weitere Rahmen da, auch größere. Ich gucke mal, was ich als nächstes mache. Und ihr schreibt mir jetzt absolut eure ehrliche Meinung. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Soll ich vor die Kamera noch weitere Lego-Bilderrahmen-Diorama bauen? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Gebt mir vielleicht eine Anregung, von welche Figuren. Ich habe wirklich noch reichlich da, aber das gefällt mir. Das bunte, kitschige, wie die Sims nun mal sind, muss ich echt sagen, das gefällt mir. Aber vielleicht die Aufkleber mache ich wieder ab. Das sieht so ein bisschen... Ich überlege es mir noch. Vielleicht die Aufkleber wirklich wieder ab. Aber es ist mein zweites Bilderrahmen-Diorama, was ich vor die Kamera gebaut habe. Ihr schreibt mir eure ehrliche Meinung jetzt in die Kommentare. Und deswegen sage ich wie immer, schmeißt nicht alles weg. Ihr könnt es anderweitig verwenden. Und jetzt, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.